Kapitel 10. Der Mann wandert mit den Lippen hinunter zur Innenseite meines Unterarms. Ich entreiße ihm meine Hand und stelle mich neben Luke. Verzeihung, sage ich scharf, aber ich bin bereits jemandem versprochen. Ein Nein von mir würde ihm nicht ausreichen, aber eventuell respektiert er die Ansprüche eines anderen Mannes auf mich. Der junge Mann sieht erst mich und dann Luke an. Ich sperre an ihm vorbei und sehe gerade noch Aarons Hinterkopf, als sie in der Menge verschwindet. Luke Lanley, sagt der Mann. Edward. Luke spricht den Namen des Mannes aus, als würde er einen schlechten Geschmack in seinem Mund hinterlassen. Wie ich hörte, hattest du einen kleinen Zusammenstoß mit meinem Bruder, sagte Edward. Hinter ihm taucht jetzt Morris mit Blutergüssen und einer Zahnlücke auf. Scheiße, sagte Luke. Morris runzelt die Stirn. Ich möchte wetten, er denkt, dass sein Name scheiße ist, sage ich zu Luke. Das ist immer das Erste, was du sagst, wenn du ihn siehst. Luke verkneift sich ein Lächeln. Was hast du gesagt? Fragt Morris. Er wirkt völlig vor dem Kopf gestoßen, dass ich tatsächlich Wörter aneinander reihen kann. Oh, mach dir keine Sorgen, sage ich. Dein Name passt wirklich gut zu dir. Freunde dich einfach damit an. Morris ist fuchsteufelswild, aber Edward wirkt belustigt. Beruhige dich, Morris. Er sieht Luke an. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Immerhin stehen keine Jungs zur Auswahl. Und ich bin überrascht, dich hier zu sehen, sagt Luke. Und hinter mehr als einem Mädchen her? Ich habe nichts anderes erwartet. Luke schrafft die Schultern und beugt sich zu Edward. Sieht aus, als wärst du allein hier, Luke. Wo ist dieser ängstliche, jämmerliche kleine Ausgestoßene, aus dem ich dich kenne? Edward macht einen Satz in Lukes Richtung und drängt ihn damit ein Stück zurück. Ah, da ist er ja. Edward lacht und streckt dann die Hand aus und legt sich unter mein Kinn. Ich will sie wegschlagen, aber Luke ist schneller. Er packt Edward am Handgelenk und zwingt seinen Arm nach unten. Ich schnappe mir eine kleine Schale vom Tisch links neben mir, tauche sie in die Schüssel mit der Bowl und schleudere den Inhalt auf Edward. Die rote Flüssigkeit strömt an seinem elfenbeinfarbenen Jackett herab. Mit wutverzerrtem Gesicht begutachtet Edward seine ruinierte Kleidung. Luke schiebt seinen Arm unter meinen und wir machen uns aus dem Staub, während Edward hinter uns tobt und spuckt. Ich halte hektisch Ausschau nach Aaron, während wir uns einen Weg durch den Saal bahnen und schließlich am anderen Ende der Damentoilette wieder herauskommen. Kurz sehe ich sie, als die Musiker einen Walzer zu spielen beginnen und die jungen Frauen sich den verschiedenen Männern zu Paaren anschließen. Alle drehen sich schwindlerregend schnell zum Takt der Musik und ich verliere sie erneut aus den Augen. Mein Herzschlag pocht mir in den Ohren. Ich beuge mich nach unten und lege die Hände auf die Knie. Wie hat es ihre Familie geschafft, gleich zwei absolute Vollidiotinnen einer Generation zustande zu bringen? Das haben sie von ihrem Vater, sagt Luke. Als sie in die Schule kamen, hat er ihre Mutter zur Aufgegebenen erklärt, damit er sich eine neue Frau nehmen konnte. Er war grausam zu ihr und doch wollten Morris und Edward nichts mehr als genauso wie er zu sein. Ihre Familien hatten sich die Gunst des Palasts erworben. Sie unterstützen alles, was der König tut, ohne es je zu hinterfragen. Warum? Frage ich. Ihre Familie hat Verbindungen zu den auswärtigen Händlern in der Stadt, jenseits des verbotenen Landes im Westen. Sie unterstützen den König, teilen ihren Profit mit ihnen und im Gegenzug lässt der König sie tun, was immer sie wollen. Manchmal laden sie Gesandte ein, ihre Waren zum Handeln zu bringen und dann rauben sie sie auf dem Weg nach Marseille aus. Woher weißt du das alles? Frage ich. Das scheint mir etwas zu sein, das man möglichst so geheim halten will. Morris, er liebt es, mit seinen besonderen Privilegien anzugeben und glaubt, dass es niemals Konsequenzen dafür geben wird. Vermutlich hat er damit sogar recht. Luke streckt die Hand aus und ich ergreife sie. Er zieht mich in die wirbelnde Menge von Paaren und wir drehen uns im Takt des Walzers. Ich erhasche einen Blick auf den Thron des Königs. Er ist immer noch leer. Wir müssen so weit von hier weg wie nur möglich, sage ich. Absolut. Luke hebt den Arm und ich tauche darunter hindurch und drehe einen Schritt nach vorne, um erneut seine Hand zu nehmen. Und wir schaffen es an den Wachtürmen vorbei? Selbst wenn wir verheiratet sind, würde der König uns niemals erlauben, einfach zu gehen. Ich denke, wir könnten uns rausschleichen. Wir würden einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Ich erinnere mich daran, wie die Wachen nach dem Henker riefen, als ein Flüchtiger versucht hat, die Grenzen zu überqueren. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der ohne eine Erlaubnis des Königs gegangen wäre. Ich auch nicht, aber das bedeutet nicht, dass es noch nie passiert ist. Wir haben auch so gut wie nichts von Menschen wie uns gehört und doch stehen wir jetzt hier. Dass sie uns verleugnen, bedeutet nicht, dass wir einfach aufhören zu existieren. Es ist absolut möglich, dass jemand einen Fluchtversuch unternommen und der Palast es einfach vertuscht hat. Aber ist tatsächlich jemand entkommen? Hat es jemals jemand geschafft? So etwas würde man definitiv geheim halten. Ich denke an den Kreis aus geschwärztem Gras und den Springbrunnen. Vielleicht ist an dem, was Luke sagt, doch etwas dran. Die Grenze rund um Lille wird bewacht, sage ich. Luke senkt den Mund an mein Ohr.
Weniger stark als auf der Westseite? Nein, sage ich. Im Westen grenzt die Stadt an den Weißen Wald und da können wir nicht durch. Es ist zu gefährlich. Niemand ist dumm genug, dort einen Fluchtversuch zu starten. Wir sollten nicht durch, sagte Luke. Aber wir können schon. Wir müssen uns nur überlegen, ob wir das Risiko eingehen wollen. Die Alternative ist, hier zu bleiben, sich anzupassen, unser Leben vom König und seinen Regeln bestimmen zu lassen. Das ist kein Leben. Ich bin bereit, das Risiko einer Flucht einzugehen, ganz gleich auf welchem Weg. Ich brauche kurz einen Moment, sage ich. Mir dreht sich der Kopf. Wir werden das wirklich tun. Wir werden fliehen. Luke weist auf die Toilette und ich nicke. Wenn du zurückkommst, lasse ich den Registrator wissen, dass ich Anspruch auf dich erhebe. Er schüttelt den Kopf. Es tut mir leid, dass ich es so ausdrücken muss und es tut mir leid, dass du nicht mit Aaron zusammen sein kannst. Ich schenke ihm ein Lächeln und er küsst mich zärtlich auf die Wange, bevor ich davon eile. Die Toilette ist größer als so manches Haus in der Stadt. In der Mitte steht ein rundes Sofa, das mit einem Stoff mit pinken Rosen bespannt ist. Es riecht nach Lavendel und frischen Blumen und überall sind Mädchen, die sich unterhalten. Niemand hat mich auch nur angesehen, sagt ein Mädchen. Ist das mein Kleid, meine Haare? Ich habe alles getan, was mein Vater gesagt hat. Du siehst wunderschön aus, sagt ihre Freundin und wirft ihr einen schüchternen Blick zu. Sie haken sich unter und verlassen den Raum, Arm in Arm. Ich gehe zum Spiegel und sehe mein Abbild an. Ich werde Luke erlauben, mich zu wählen und zusammen werden wir einen Weg aus dem Königreich finden. Ich werde Aaron überzeugen, mit uns zu kommen und wir müssen für euer Liv finden. Aber was ist mit den anderen? All die Mädchen, die wir zurücklassen, werden weiterhin dem König und seinen abscheulichen Vasallen ausgeliefert sein. Mein bemaltes Gesicht starrt mich an wie eine Fremde. Ich tauche meine Hände in das Becken und bespritze mich mit Wasser. Das Rouge rinnt mir die Wangen hinunter und ich löse mein aufgedrehtes Haar und lasse es um mein Gesicht herumfallen. Andere Mädchen kommen herein und sehen mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Aus dem Ballsaal ertönt ein lauter Knall, als hätte jemand einen Stapel Teller fallen lassen. Rufe ertönen und als die anderen Mädchen aus dem Raum eilen, folge ich ihnen. Eine Menge hat sich in dem großen Ballsaal gebildet und sieht eng zusammengedrängt irgendeinem Tumult zu. Während ich mich durch die Massen kämpfe, werfe ich einen Blick zur Tür, durch den sie Liv gebracht haben. Sie steht offen. Durch den Wald aus Menschen sehe ich den König mit energischen Schritten den Raum verlassen und ich erhasche einen Blick auf eine alte Frau mit Haar so weiß wie Schnee, die von einer Palastwache gestützt wird. Die Tür schließt sich wieder und ich schiebe mich in die erste Reihe, um zu sehen, was los ist. Zwei Wachen stehen dort und halten einen Mann zwischen sich fest. Er kämpft gegen sie an und die Wache zu seiner Linken versetzt ihm einen schnellen Hieb zwischen die Rippen. Er sagt zusammen, mir wird schlecht. Luke. Vor ihm stehen Edward in seinem fleckigen Jackett und sein Bruder Morris. Dieser Mann will unsere altehrwürdigen Traditionen der Lächerlichkeit preisgeben und das werde ich nicht zulassen. Der König taucht, flankiert von seinen Wachen auf, der anderen Seite der Menge auf. Er lächelt, während er dem Streit beiwohnt und es erschreckt mich, wie fröhlich er dabei aussieht. Seine Augen scheinen heller zu strahlen als vorhin auf dem Thron. Sein Gesicht wirkt weniger streng und seine ganze Haltung hat sich verändert. Luke weiß ganz genau, dass mein Bruder Anspruch auf... Er sieht sich suchend in der Menge um, bis sein Blick auf mich fällt. Sie erheben wollte. Ich muss den Drang, mich zu übergeben, unterdrücken. Morris grinst und ich versuche, mich an etwas zu erinnern, das ihn zu der Annahme verleitend haben könnte, dass ich auch nur ansatzweise interessiert bin. Er kennt nicht mal meinen Namen. Aber dann wird mir klar, dass es weniger mit mir zu tun hat, als mit der Absicht, Luke zu demütigen. Die Regeln sind klar und deutlich, fährt Edward fort. Morris stammt aus einer Familie mit höherer Stellung und einem besseren Stammbaum, deswegen ist Lukes Anspruch ungültig. Aber ich bewundere deine Bemühungen, wirklich. Luke entschlüpft im Griff der Wachen und verpasst Edward einen Kinnhaken, der ihn zurücktaumeln lässt. Edward stürzt sich mit erhobener Faust auf ihn. Ich schreie entsetzt auf und der König hebt ruckartig den Kopf. Er sieht mich direkt an. Genug, befiehlt er. Edward verharrt in der Bewegung und senkt die Hand. Der König gibt seinen Wachen ein Zeichen und sie zerren Luke hoch und schleifen ihn durch die gleiche Tür, durch die sie auch Liv weggebracht haben. Als die Menge sich langsam auflöst, lachen einige der Wachen zusammen mit Edward und Morris. Das Herz wird mir schwer. Luke war meine einzige Chance, hier rauszukommen. Außerdem habe ich Angst, dass ihm etwas Schreckliches passieren könnte. Ich suche den Raum nach Aaron ab und kann sie nicht entdecken, aber die Freier beobachten mich. Ich höre einige von ihnen flüstern. Ich stolpere über meine eigenen Füße, als sich die Menge enger um mich schließt und sehe zufällig Edward, der Morris etwas zuflüstert, worauf dieser direkt auf mich zusteuert. »Hallo nochmal«, sagt er. »Es tut mir sehr leid, dass du das mit ansehen musstest.« Die Luft pfeift zwischen seinen abgebrochenen Zähnen hindurch, während er mir ins Gesicht lügt. »Ich denke, du und ich, wir sollten uns etwas besser kennenlernen, jetzt, da ich meine Absichten klar gemacht habe.« Er lässt die Fingerspitzen über meine nackten Schultern gleiten.
Wo haben Sie Luke hingebracht?« frage ich. »Weil ich ein Gentleman bin, bitte ich dich höflich, seinen Namen nicht zu erwähnen«, sagt Morris und rückt näher. »Aber ich bin sicher, dass man ihm in einer Weise verfährt, die der König für angemessen hält.« Tränen steigen mir in die Augen. »Du hast nie Anspruch erhoben, du hast gelogen.« Morris runzelt die Stirn. »Sag mir nicht, dass du wirklich glücklich über Lukes Anspruch warst.« »Das war ich.« Er seufzt schwer, nimmt meine Hand und drückt zu. »Blamier mich nicht vor all diesen Leuten. Du lächelst besser, wenn du nicht glücklich bist. Musst du eben so tun, als ob.« Er beugt sich vor und presst seine Lippen auf meine. Ich versuche, mich loszumachen, doch er hält mich fest. Er riecht nach Wein und Schweiß und ich will einfach nur noch weg von ihm. Ich trete einen Schritt zurück und lasse mein Knie so hart, wie ich nur kann, nach oben schnellen, direkt zwischen seine Beine. Sein dumpfer Schrei zieht die Blicke der Leute um uns auf sich. Der Ausdruck auf seinem Gesicht wechselt von Zorn zu Verblüffung und schließlich zu Qual. Bevor er eine Chance hat, sich von dem Schreck zu erholen, fahre ich herum und renne auf die leere Toilette zu. Ich schmettere die Tür zu und sehe mich fieberhaft nach einem Fluchtweg um. Es gibt nur die eine Tür, durch die ich gekommen bin, und ein schmales Fenster. Kein Schrank, keine Garderobe, nichts, wo ich mich verstecken könnte. Mein Herz donnert in meiner Brust. Ich werfe einen erneuten Blick auf das Fenster. Schnell greife ich unter meine Röcke und reiße den Verdugado ab, löse den Haken und lasse ihn zu Boden fallen. Ich reiße auch die unteren Schichten des Unterrocks ab, sodass nur noch die Hülle des Kleids bleibt. Dann kämpfe ich mit dem Knoten des Korsetts. Ich schaffe es nicht. Stattdessen schlüpfe ich aus den Schuhen, stoße das schmale Fenster auf und stemme mich hoch. Ich bin halb hindurch, als mich jemand am Fußgelenk packt.